willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Du bist eine Frau, die wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Leben möchte, die es nicht scheut, sich für ihren Erfolg, für die Liebe zu ihrem Körper, für eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität voll einzusetzen und alles zu geben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lilian Runge-Rieken und ich bin seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Wie oft hast du schon versucht, etwas zu verändern und hast es aus irgendwelchen Gründen entweder nicht geschafft oder einfach nicht gemacht? Eine ganz von meiner Seite ernsthaft gestellte Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, wie denn Veränderung wirklich geht und woran es liegt, dass wir oft die Dinge einfach so gerne wollen. Wir wissen eigentlich, in welche Richtung wir möchten und was wir nicht mehr möchten. Und gleichzeitig ist es so, dass wie innere Strategien da sind, die einfach dafür sorgen, dass wir aufschieben, dass wir Ausreden haben, dass wir es heute nicht tun, mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehen, am nächsten Tag nicht tun, wieder mit schlechten Gefühlen ins Bett gehen und so verstreicht nicht nur ein Monat, so verstreichen dann 6 Monate und 1 Jahr und 2 Jahre und wir blicken zurück und sehen, dass dieser Wunsch immer noch da ist nach so langer Zeit und irgendwie durch dieses viele Aufschieben und nicht hinbekommen erscheint dann aber die Lösung oder das wirkliche Erreichen sowas wie unerreichbar. Also nochmal die Frage an dich, wie oft hast du schon wirklich versucht, etwas in deinem Leben von Grund auf an zu verändern, in eine neue Richtung quasi zu bringen und hast es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht gemacht? Schaust dir selber dabei zu, wie du es nicht tust, aber eigentlich möchtest? Und ja, es ist immer so dieses, es verpufft irgendwie so. Und du nimmst dir was vor und du nimmst dir was vor und du nimmst dir was vor und stellst dir vielleicht öfter die Frage, warum mache ich es nicht oder warum schaffe ich es nicht? Also es gibt ja die 2 Varianten. Es gibt die eine Variante, wo wir sagen, ich mache es nicht, ich komme nicht mal in die Richtung, etwas dahingehend zu tun. Und die andere, zweite Schiene ist die, dass wir sagen, ich mache ganz viel, aber es verändert sich nichts. Und an diesem Thema möchte ich heute mit dir anknüpfen, woran das liegt, was du tun kannst, um das wirklich zu ändern, also was es von dir wirklich braucht. Und natürlich braucht es für dieses Thema nicht nur das Zuhören dieser Podcast-Folge, sondern wirklich im Anschluss auch dieses dich auf deinen Popo setzen, um wirklich in Aktion zu gehen, vielleicht noch ein Stück klarer zu werden, damit dein innerer Wunsch, dieser Sog des Wunsches so groß wird, dass du dieses ich tue es nicht und ich schaffe es einfach nicht, dass du dem nicht mehr nachgibst. Ja, lass uns mal auf diesen Weg einfach ein bisschen schauen, was es sein kann für dich, wo du diese Kraft entwickelst, dahingehend ja, mehr in die Welt zu bringen, mehr dem wirklich zu folgen, was du möchtest, weil du bist mit dem Thema nicht alleine. Ich kenne total viele Menschen, ich spreche jetzt also mal nicht nur von Frauen, Frauen können das besonders gut, aber viele Menschen, die an diesem Punkt sowas wie scheitern oder irgendwo einfach nicht weiter wissen und ich sag mal diesen Sog von Gewohnheit, diesen Sog von es braucht mich und ich krieg den Po nicht hoch, den kenne ich ja auch gut. Und aber es gibt ein paar Dinge, die ich für mich entdeckt habe, die ich gerne mit dir teilen möchte, wo ich für mich rausgefunden habe und auch gesehen habe, die Frauen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die bei mir im Coaching sind oder die in meinen Seminaren sind, wenn die das wirklich anwenden, bei nicht wenigen hat das wirklich auch geklappt. Heißt nicht, dass ich das Superrezept habe, was bei jeder Person, bei jeder Frau auch funktionieren muss, aber vielleicht macht es Sinn und dafür ist ja dieser Podcast auch sinnbildlich da, an die Themen einfach mal ein bisschen anders ranzugehen, sprich nicht nur auf diesen einen Punkt des Problems zu schauen und zu sagen, ja, aber das habe ich doch schon und ich habe doch dies schon und ich habe doch jenes schon und quasi so ein bisschen wie störrisch auf der Stelle stehen bleiben, sondern wirklich mal zu gucken, wie kann ich um das Problem ein bisschen herumgehen,
um von einer anderen Seite darauf zu schauen und um letztlich einen anderen Blickwinkel zu bekommen und auch ein anderes Gefühl, was man noch tun kann, weil ich sag mal, dieses Problem in Anführungsstrichen ist aus meiner Sicht keins, was wir einfach durch drüber nachdenken lösen können, sondern an dieser Stelle braucht es wirklich, wirklich, wirklich dein Popo hoch und dich voll in Aktion. Und das ist natürlich auch jetzt so dieser genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Denn es ist relativ schmerzhaft, wenn wir uns über längere Zeit selber zuschauen, wie wir zum Beispiel etwas über uns ergehen lassen und einfach nichts dran ändern. Vielleicht eine Situation in der Partnerschaft oder auf der Arbeit oder mit deinen Kiddies oder überhaupt in deiner Familie oder in deinem Umfeld, wo Dinge immer wieder stattfinden, die du so auf diese Art und Weise definitiv für dich nicht mehr möchtest. Und es ist so, dass du wie in dem Moment nicht, also du weißt, dass du es verändern möchtest und in dem Moment klappt es nicht. Oder du weißt genau, was du gerne sagen würdest und irgendwie kommt da nichts raus. Und du weißt genau, was du nicht mehr über dich ergehen lassen möchtest, was du nicht mehr aushalten möchtest. Du weißt genau, in welcher Position du dich nicht mehr erleben möchtest und trotzdem schaust du dir morgen wieder dabei zu. Und das ist sehr schmerzhaft. Und das Gleiche gilt ja auch für das Ding, du nimmst dir irgendwie was vor, ja, also das ist ja so wie wir nehmen Anlauf auf etwas, weil wir genau wissen, wir wollen springen und wir nehmen voll Anlauf und rennen und in dem Moment, wo wir abspringen sollten, um diesen weiten Sprung wirklich zu machen und da zu landen, wo wir landen wollen, bremsen unsere Füße einfach ab. Das ist schmerzhaft, das ist nicht schön. Und ich kenne viele Menschen, ich kenne viele Frauen, die genau das erleben und die sich so ein bisschen wie darin arrangiert haben. Und lass uns wirklich aufpassen, inwiefern du dich an dem Punkt, wo du eigentlich gerne etwas verändern möchtest, es über längere Zeit aber entweder nicht gemacht oder nicht geschafft hast, dich in diesem Zustand so ein bisschen auch schon wie mit gewissen Ausreden und so einem etwas, so eine Art, wo wir sowas wie innerlich aufgegeben haben, dich darin wie arrangiert hast. Überprüf mal wirklich, wie sehr du in den Punkten, wo du irgendwann mal gedacht hast, da würde ich gerne was verändern, hast es dann nicht gemacht, nicht geschafft, was auch immer, wie sehr du dich schon ein bisschen auch in diesen Bereichen wirklich arrangiert hast und es dir in dieser Position auf halbem Wege, sagen wir mal, wie bequem gemacht hast. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Art, wie ich mich ausdrücke, weil ich dich natürlich nicht so triggern möchte, dass du hier gleich auf die Austaste drückst. Aber wir sollten an der Stelle wirklich hinschauen, weil wir machen es uns dann oft sowas wie bequem. Das heißt, wir finden dann innere Sprüche, die wir uns selber sagen, um an diesen Schmerz nicht immer erinnert zu werden. Weil wenn du etwas verändern möchtest, was du nicht tust oder nicht kannst, dann tut es weh, sich selber an diesem Punkt immer wieder zu erleben. Und zwar, es tut es so lange weh, bis wir uns innerlich arrangieren und abschalten. Das heißt, wir tun so, als würde es uns nichts mehr ausmachen, sagen uns, naja, ich habe ja schon so viel gemacht, es hat irgendwie nicht geklappt, also soll es nicht sein. Und das ist so ziemlich das Blödeste, was wir tun können. Weil du bist definitiv für mehr gedacht und du hast einfach mehr mit auf diese Welt gebracht. Mehr an Kraft, Macht, Lebendigkeit, Kreativität, Ausdruck, Fähigkeit, Größe, alles, was mir jetzt dazu eingefallen ist, spontan. Du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, dass es dich wirklich an deine innere Qualität erinnert, worum es geht. Und dass du noch einmal wieder, auch wenn es anstrengend ist, den Popo hochbekommst, um in die Richtung zu marschieren, die es wirklich braucht von dir, um dich in dir wohler zu fühlen, um dieses Leuchten, diese Kreativität und Lust am Leben wieder wach zu kitzeln und wach zu küssen in dir, für das du eigentlich hier auf dieser Welt bist. Und ja, du hast ein Recht darauf, Dinge nicht mehr über dich ergehen lassen zu müssen. Du hast ein Recht darauf, einfach aus diesen Mustern auszubrechen. Und das ist einfach etwas, wo auch
der Zeitcharakter, also die aktuelle Zeit, die wir haben, nochmal sehr deutlich macht, wie schnell wir uns in gewissen Mustern arrangieren und bequem machen und einfach nicht mehr trauen, aufzustehen, eine eigene Meinung zu haben, im Gegensatz zu allen anderen, die den Kopf einziehen, zu leuchten, etwas Brillantes in die Welt zu bringen, kreativ zu sein, Grenzen zu setzen, Lust zu haben auf ein außergewöhnliches Leben, was anders aussieht als das, was vielleicht alle leben. Und vieles mehr. Ich weiß nicht, wie deine Wünsche aussehen. Schreib mir gerne dazu, was deine Wünsche sind zum Thema Mensch, Frau sein hier auf der Welt als lebendiges, kreatives Wesen. Schreib mir wahnsinnig gerne dazu. Ich bin diesbezüglich echt neugierig, weil ich weiß, dass es ja auf der einen Seite sehr viel verbindende Punkte gibt, was eine Frau sich an Erfüllung ersehnt und gleichzeitig es aber auch ganz individuelle Wünsche sind. Und es gibt immer diesen Augenblick von, wo diese Kraft, die da drin steckt, in deinem Wunsch und in meinem Wunsch und in dem Wunsch von vielen anderen Frauen, wo es da etwas gibt wie einen Verbindungspunkt und gleichzeitig weiß ich es so sehr zu schätzen, wie unterschiedlich diese Wünsche auch sind. Und das braucht es. Es braucht immer dieses Bewusstsein von Verbundenheit und gleichzeitig diesem kraftvollen Wunsch auch individuell zu sein und Autonomie zu leben, also unabhängig zu sein. Und das widerspricht sich in einem oberflächlichen Bereich und ein Stückchen tiefer gespürt, wissen wir, also Wissen in Form von Spüren, deswegen sage ich tiefer gespürt, wissen wir, dass es sich nicht widerspricht und genau das ist, worum es letztlich geht. Es geht darum, dieses tiefe Wissen von Verbundenheit zu erfahren, zu wissen und das ist kein ich verschmelze mit meinem Partner oder sowas ähnliches oder wir sind alle einer Meinung, sondern es gibt immer diesen, ich sag mal, verbindenden Punkt. In diesem Kontext ist es zum Beispiel, dass wir alle den tiefen Wunsch haben, groß zu sein, viel zu sein, lebendig zu sein, Ausdruck zu finden für unser ganz Individuelles. Das ist das, was der verbindende Punkt ist. Und dann gibt es den Ausdruck, quasi die Blüte, die du ins Leben bringst, die anders aussieht als alle anderen Blüten. Und das ist dieser Bereich der Autonomie, das ist dieser Bereich des Individuellen und des Besonderen, das, was dich besonders macht. Weil beides ist etwas, was wir brauchen. Das dürfen wir bei dem Wunsch, etwas zu verändern, einfach nie vergessen. Es braucht dieses tiefe Wissen um die Verbundenheit und gleichzeitig braucht es das Erleben von Autonomie, von Eigenständigkeit, von Individualität, von einem ganz besonderen Leuchten. Und das ist etwas, was wir finden können, wenn wir uns zumindest mit diesen Dingen ein bisschen wie auseinandersetzen, als wenn du dich, sag mal, einfach zum Beispiel, ich mache das immer gerne, in die Natur zurückziehst und so ein inneres Reflektieren hast, ohne in diese Schwarz-Weiß-Geschichten reinzugehen, wo wir uns so mit so oberflächlichen Dingen beschäftigen und sagen, meine Welt ist aber so und da kann ich das nicht machen, sondern eher mit dem inneren Wunsch, wie möchte ich denn eigentlich mich selber wirklich fühlen, wie möchte ich denn mein Leben eigentlich wirklich leben, angenommen es würde die anderen einfach nicht geben, wie sehe mein Leben aus, wenn ich frei wählen könnte, wie würde ich gerne leben, wenn ich diese Vergangenheit nicht hätte, so wie sie ist, wenn ich jetzt neu wählen könnte und wie möchte ich von anderen gesehen und erlebt werden und welches Feedback möchte ich bekommen, das sind für mich immer ultimativ spannende Fragen, die mich sehr auf den Boden der Tatsachen zurückwerfen, wenn ich mich in der sogenannten äußeren Welt vertüddelt habe oder in meiner Beziehung vertüddelt habe oder in irgendeinem äußeren Problem vertüddelt habe, wo ich dann diese Verbindung zu mir selber ein Stück weit wie verloren habe
Und sobald ich auf den Boden der Tatsachen, und das ist nicht so dieses typische, ich setze mich in meinen Sessel und denke nach, bis der Kopf raucht, sondern es ist eher dieses, an welchen Punkten in meinem Leben kann ich mich gut fühlen und mich mit diesen inneren Wünschen, die ich dir gerade aufgezählt habe, also wie möchte ich mich erleben, wie möchte ich mein Leben wirklich leben, wie möchte ich von anderen gesehen werden und erlebt werden und welche Feedbacks möchte ich gern bekommen von anderen, also wie ich auch von meinem Umfeld quasi wahrgenommen werde, wenn ich mich damit wieder verbinde, und zwar nicht in der Form des Mangels, sondern eher in der Form dessen, dass ich spüre, wie ich sein kann, dann komme ich dieser Qualität, die eine Kraft hat und in diese innere Verbindung wieder sehr stark zurück, die mich dann auch so stark macht, dass ich diese Kraft entwickeln kann, mich den Herausforderungen, sage ich mal, die mir die äußere Welt einfach bietet, wenn ich anders bin, wenn ich eigene Gedanken habe, wenn ich verrückter bin als alle anderen, wenn ich zu Dingen Nein sage, zu denen aber die meisten Ja sagen und so weiter, wo ich diese innere Kraft einfach als Ressource in mir immer wieder habe, weil ich mich auf mich zurückbesinne. Und das mag ein bisschen egoistisch klingen, an dem Punkt, den wir im Äußeren oder in dem Gefühl von getrennt sein als egoistisch betrachten, finde ich es nicht, also finde ich es egoistisch, ja, und das muss es vielleicht auch sein. Und gleichzeitig ist es das auf tiefer Ebene nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass eine Frau, die in einer tiefen Verbindung mit sich selber ist und ihre Grenzen wirklich wahren kann, für sich einstehen kann, für ihre ganz eigene individuelle Art und Weise und Meinung, für ihre ganz eigene Sichtweise auf die Dinge, dass das dann etwas ist, was verbindend in die Welt geht und was gar nicht mit diesem oberflächlichen Egoismus, der sehr trennend sein kann, zu tun hat, weil es letztlich die Qualität einer Frau ist, das wirklich zu können, also über das, was ich gerade gesprochen habe. Diese Verbindung mit sich selber zu pflegen, zu lernen, dieses innere Feuer in sich wirklich wieder zu schüren und zu befeuern, um dann etwas ganz Individuelles, eine ganz individuelle Meinung, eine ganz eigene Sichtweise in die Welt zu bringen und diese Form von Besonderheit und von innerer Kraft ist dann wiederum so ansteckend und leuchtend, dass viele andere Frauen genau wissen, darum geht es und das will ich auch und ich will meine ganz eigenen Qualitäten in die Welt bringen. Und an dem Punkt ist es dann nicht mehr dieses egoistisch Trennende, was wovor wir oft so Angst haben. Diese Angst haben wir übrigens nur, weil wir uns von uns selber getrennt fühlen und weil wir eben diese innere Verbindung zu uns nicht mehr haben. Wenn wir diese innere Anbindung an uns haben, dann wissen wir ganz tief in uns, dass es diese Form von äußerem, kalten, trennenden Egoismus in der Form so nicht gibt. Ja, also wir urteilen viel zu schnell über Menschen, die andersartig sind, weil wir unsere eigene Individualität und unsere eigene Einzigartigkeit und unser eigenes Leuchten so sehr verloren haben. Und wir verurteilen das dann auf eine sehr destruktive Art und Weise, die uns aber selber noch viel mehr von uns selber trennt, von unserem eigenen inneren Feuer trennt, als dass es irgendwie was Positives bewirkt. Und ich möchte nochmal sagen, die aktuelle Zeit ist wirklich maßgeblich für dieses Thema. Wie sehr findest du eine innere Verbundenheit mit dir zurück, um deine ganz eigene Größe, Weisheit, Macht, Lebendigkeit, Kreativität, Liebe, Leuchten und alles, was in dir ist, wirklich in diese Welt zu bringen und die Angst davor zu verlieren, von anderen verurteilt zu werden, weil diese innere Anbindung an dich selber so stark ist, dass die äußere Anfeindung oder Verurteilung ein ganz großes Stück weit wie auch an dir abrutschen kann. Und ich bin ziemlich sicher und ziemlich überzeugt, dass die aktuelle Zeit genau solche Menschen unglaublich braucht. Und es gibt etwas in mir, was sehr überzeugt ist und sehr
zumindest so weit und so stark angebunden ist, dass ich glaube, dass diese Form der Stärke und Kraft und Macht stärker ist als das äußere Urteil, was auf einen treffen kann. Ja, ich kenne solche Verurteilungen, ich habe selber einiges von solchen Dingen auch in meinem Leben schon erlebt, bin selber schon viele Male sehr ins Straucheln geraten, weil die innere Verbundenheit, der innere Glaube an mich selber noch nicht so stark war, dass es mich hat stehen lassen, trotz alledem. Und ich kehre aber mit allem auf die Nase fliegen immer wieder an diesen Punkt zurück. Und deswegen ist es für mich auch sowas wie ein, ja, kannst mich komisch finden, aber für mich ist es sowas wie ein heiliges Thema. Wie kannst du den Weg zu dir, zu deiner inneren Weisheit, zu deinem inneren Vertrauen in dich, zu deiner ja, Verbundenheit an das ganz Besondere in dir so weit stärken und nähren, also wie so ein inneres Feuer letztlich auch, dass du ein Stück weit wie die Angst verlieren kannst vor Verurteilung von außen, vor der Angst, nicht dazu zu gehören. Denn das sind ja die Dinge, je größer diese Angst ist, desto mehr werden wir das im Außen erleben. Also je mehr Angst ich vor der Verurteilung anderer Menschen habe, desto mehr werde ich es quasi wie als eine Art von Triggerpunkt im Außen auch erleben und erleben müssen, weil es mir spiegelt, dass ich mich noch nicht so angebunden fühle, wie ich es gerne würde. So ist das gemeint. Und in diesem Sinne braucht dieses Thema wirklich, ja, was braucht es von dir? Es braucht das, was ich so gerne sage, es braucht wirklich komplett und zu 100% dein Popo hoch. Das heißt, es ist nicht leicht. Ich weiß, dass das unsexy ist. Blöde Sache. Aber so ist das nun mal. Also, es reicht nicht aus, es einfach nur zu wollen. Sondern wenn ich es wirklich will, und wenn es wirklich richtig ist, sagen wir ja oft, dann muss es leicht sein. Und das ist ein Irrtum. Ich möchte an der Stelle wirklich sagen, unsexy und schwierig oder herausfordernd. Es braucht dich mit vollem Popo hoch, heißt, dass es nicht immer leicht gehen wird, auch wenn du es wirklich willst. Und es wird nicht immer leicht gehen, auch wenn es richtig ist, weil du es weißt in dir, dass es für dich richtig ist. Wir messen das oft. Wir sagen, wenn es leicht geht, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Nein. Die Dinge, die dich groß werden lassen in einer Gesellschaft, die meinungsmäßig und energetisch sehr reduziert ist, da wird es nicht leicht gehen, okay? Da braucht es wirklich deine volle Power, da braucht es dich zu 100% am Start. Und auch wenn du es wirklich willst und wenn du wirklich weißt, dass etwas anderes für dich nicht mehr stimmig ist, wenn du da wirklich klar bist. Wir denken ja oft einfach, naja, aber dann müsste es ja leicht gehen, wenn es so richtig ist. Und wenn ich es wirklich will, müsste es leicht gehen. Tut es aber oft nicht. Und da hören wir auf. Und das ist der Fehler. Also das ist schade. Weil wenn du merkst, dass etwas nicht leicht ist, dann solltest du erst recht Gas geben. Du solltest mit deiner Kraft und mit dem Herzenswunsch in dir, also so ein kitschiges Wort, ich sag's trotzdem, solltest du am Start bleiben, wenn du das wirklich möchtest, solltest du dir bewusst darüber sein, dass es an vielen Punkten nicht leicht gehen wird. Das ist sehr, sehr wesentlich und daran darfst du dich immer wieder erinnern, wenn du abgerutscht bist, wenn du auf die Nase geflogen bist oder wenn du sogar mit dem Gesicht auch mal in den Misthaufen geflogen bist, okay? Weil das sind die Punkte, wo wir aufgeben und das ist der Moment, wo wir resignieren. Das ist der Moment, wo wir dann anfangen, Dinge über uns ergehen zu lassen, die nicht gut sind, weil es nicht die Wahrheit ist, weil es vielleicht nicht deine Wahrheit ist. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Ja, also ich sage das immer wieder gerne. Die Dinge, die ich hier auf das Tablett lege, sind Dinge, mit denen ich Erfahrung gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wow, meine Realität funktioniert nicht so, wie es in vielen Büchern steht, meine Realität oder die Wege, die mich wirklich vorwärts gebracht haben,
die Dinge, die mich wirklich vorwärts gebracht haben, das sind nicht die, die in Frauenzeitschriften stehen. Das sind Dinge, die unbequem sind oder zumindest sein können, die sehr anders sind, die für andere so wie was wie befremdend sind, wo andere sagen, wieso tust du das? Warum muss das sein? Das muss nicht sein, lass das. Und da braucht es wirklich dieses innere Wissen von dir, okay, wenn es schwer geht, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und das ist gut. Wenn wir uns mehr daran orientieren, dass wir sagen, da wo es nicht so einfach funktioniert, da bin ich auf dem richtigen Weg, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Orientierung. Und es braucht von dir wirklich bereit zu sein, mehr zu geben, als du glaubst, dass du kannst. Das ist unglaublich wichtig. Also, wir denken ja oft, okay, ich gehe jetzt meinen Weg und ich nehme dies und jenes vor oder ich besuche dies und jenes Seminar oder ich gucke mir den und den Film an und dann nächstes Mal, wenn ich dann meinem Partner oder meinem Vorgesetzten begegne, dann werde ich das dann ändern, weil ich habe es ja jetzt endlich begriffen und dann beißen wir uns in den Hintern, weil wir merken, wir haben es immer noch nicht begriffen und wir haben es immer noch nicht umgesetzt bekommen. Es funktioniert einfach nicht. An der Stelle braucht es nicht dein Aufgeben, sondern dein Aufstehen mit diesem inneren Aufstampfen von und jetzt erst recht. Ich habe verstanden, es hat wieder nicht funktioniert und ich werde dem Leben und dieser Situation die Stirn bieten und ich werde nicht aufgeben. Ich werde für dieses Thema durchs Feuer gehen. Ich werde dranbleiben. Ich werde mich wie ein kleiner Wadenbeißer so da rein verbeißen, dass ich mich selber nicht mehr wiedererkennen werde. Das ist diese Power, die es von dir braucht. Und ich höre immer viele Frauen dann davon sprechen, von Weichheit und Hingabe und mehr Weiblichkeit. Und das hat ja mit diesem Wadenbeißer so mal überhaupt nichts zu tun. Und mit diesem, ich stehe trotzdem auf. Und ich bin jetzt eine kleine Diva und eine kleine Zicke, die aufstampft und sagt, und jetzt mache ich das erst recht. Das passt ja irgendwie so gar nicht zusammen, so dieses Bild von Tralala und Weiblichkeit und diesem und jenem. Und ich sag dir, das mag an der Oberfläche nicht zusammenpassen, in der Tiefe gehört es zusammen, weil diese Form von Weiblichkeit, Hingabe und Verbundenheit und diesen ganzen Dingen, nach denen wir uns so sehnen, die brauchen unsere Kraft. Mit so ein bisschen Tralala und ich versuche es mal an der Oberfläche mit viel Meditation und Hingabe, da funktioniert das halt nicht. Also meine Erfahrung zumindest. Was du auch, also wir haben jetzt verschiedene Punkte, was es von dir braucht. Es braucht den Popo hoch, es braucht dich zu 100% am Start, es braucht, dass du bereit bist, wirklich mehr zu geben, als du glaubst, dass du kannst und es braucht von dir, dass du einkalkulierst, dass du auf die Nase fliegst und dass du einkalkulierst, dass wenn du auf die Nase fliegst, dass du alle Kraft dran setzen wirst, wieder aufzustehen und nicht nur einmal, sondern 100-mal. Das braucht es von dir. Es braucht weiterhin von dir, dass du Mangelgedanken wirklich bewusst aufspürst und verjagst. Das geht wie ein innerer Dialog, der einfach mal Stopp sagt. So denke ich jetzt nicht weiter. Es braucht von dir wirklich diesen Kopfsalat und diese ganzen Kopfstories zu unterbrechen. Wenn du merkst, dass du in einem komischen Film bist, wo du Sachen denkst, die dir nicht gut tun, die in eine Richtung gehen, wo du wieder nur als Opfer landest oder wo du dir selber erzählst, dass es wieder nicht klappen wird oder dass du dich selber dafür verurteilst, weil es wieder nicht geklappt hat, dann braucht es von dir dieses bewusste Unterbrechen. Diesen Gedankenstrudel denke ich nicht weiter. Ich richte jetzt meinen Fokus auf diese schöne Rose zum Beispiel. Oder auf mein Lieblingsstofftier oder auf ein Lied, was mich emotional so abholt, was mich nicht in einen Sog von schlechten Gefühlen, von Gedudel und von Kollaps reinsaugt, sondern eher was mich pusht, was mich kraftvoll macht, was mich leuchten lässt. Ein Lied, was dir wirklich Power gibt. Das braucht es von dir und du merkst an der Art, wie ich drüber spreche, dass es ein Thema ist, was Biss braucht. Und eine Frau, die sich wirklich hingeben kann, die wirklich weiblich sein kann, das ist eine Frau, die Biss hat. Es mag spooky klingen, mag sein, aber das eine funktioniert nur mit diesem Biss. Also diese innere tiefe Verbindung mit allem, was dazugehört, funktioniert nur, wenn du deine Power am Start hast. Und
dieser Gedanke von, naja, wenn ich lange genug meditiert habe, dann wird es klappen, oder dieses, wenn ich es mir lange genug vorgenommen habe, dann wird das klappen, da bin ich kein Freund von. Ich will nicht sagen, dass Meditieren schlecht ist, aber alleine damit werden wir das nicht hinkriegen. Es braucht das Gefühl von zu wissen, ich habe meine Füße am Start und ich weiß, wie ich losrenne, ich weiß, wie ich abspringe und ich weiß, wie ich lande. Punkt. Und ich weiß, wo ich lande. Das braucht es von dir. Und da sind für mich einfach Dinge, die, und deswegen habe ich eben gerade das Meditieren angesprochen, da sind für mich Dinge von, die nur so in einer Vorstellung und nur so in diesen Dingen von, so hätte ich es gerne stattfinden, das sind für mich nette Dinge, die so ein bisschen wie Randerscheinungen sind, die dazugehören. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass eine körperlich gespürte Bewusstheit dafür entwickelt wird, was es heißt, am Start zu stehen, was es heißt, loszulaufen, was es heißt, abzuspringen und was es heißt, bewusst dort zu landen, wo ich landen möchte. Das braucht aus meiner persönlichen Erfahrung, braucht es Körpererfahrung, Körpererleben von ich kann das, ich weiß, wie das geht, ich habe die körperliche Erfahrung gemacht, ich spüre das in meinen Füßen, ich spüre, wie meine Arme sind in dem Moment, wo ich abspringe. Ich weiß genau, wo ich sie positionieren muss, damit ich da lande, wo ich landen möchte. Ich weiß genau die Gedanken, die ich denken muss, damit ich dort lande, wo ich landen möchte. Und ich weiß genau, wie mein Gesichtsausdruck sein wird, wie ich landen werde. Also es braucht diese Form von wirklich einem körperlichen Bewusstsein, was ganz stark gekoppelt ist auch mit deiner Energie, wo wir ja oft so, ich sag mal, in der Spirit-Szene auch davon reden, dass man so eine gewisse Resonanz hat und dass man etwas aussendet und daraufhin entsprechende Dinge anzieht. Das ist auf einer Ebene so ein bisschen oberflächlich, und auf einer anderen tiefen Ebene bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir Energie haben, die für unsere Augen nicht sichtbar ist, die wir an den Start kriegen müssen und die ganz stark gekoppelt ist an einer körperlichen Erfahrung, die wir machen, an einem körperlichen Ausdruck, was wir machen, wo wir oft unseren Körper, unseren Ausdruck, also unsere Gestik und Mimik und das alles gar nicht mehr so bewusst als Energie einsetzen, weil wir uns das so abtrainiert haben, weil wir alle versuchen, gleich zu sein. Also das sind Dinge, wo es um Körperausdruck geht, und wenn ich jetzt das Wort Ausstrahlung sage, dann kannst du dem vielleicht wieder ein bisschen mehr folgen. Es ist eine Ausstrahlung, die wir haben, die eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Richtung annimmt. Wenn du weißt, wie du die Richtung bestimmen kannst und wenn du weißt, wie du diese Farbe wählst. Und alles das, ich wiederhole das nochmal, kommt eben nicht durch irgendwelche Gedanken, durch Mindsets, durch Bücher und so weiter, also durch diesen ganzen Kopfsalat. Das ist eine Randerscheinung, die dazugehört, aus meiner persönlichen Sicht. Aber es braucht wirklich, wie komme ich in dieses Körperliche rein, in dieses Spüren, in dieses Andocken an mir selber und an diese innere Kraft, die ich habe. Und das kommt wirklich durch dieses körperliche und bewusste Erfahren und Erleben im Spüren und im Tun, also in der Umsetzung. Und was so eine Art von Missverständnis ist, ist, dass wir in unserer Welt oft sagen, da funktioniert was nicht. Und ich sehe ja, dass meine Realität mir immer wieder beweist, dass das nicht geht. Und damit muss ich jetzt leben, und dann versuche ich darauf zu reagieren, auf das, was ich erlebe. Und das ist für mich sowas wie ein Missing Link, oder da ist für mich was wie eine Fehlkonditionierung, nenne ich das jetzt mal. Also das heißt, wir gucken raus in die Welt, sagen, ich habe das probiert, das hat nicht geklappt, das ist meine Realität, also muss ich jetzt damit klarkommen, was meine Realität ist. Anstatt, also wir versuchen mit dem Äußeren zu verhandeln, ja, anstatt in uns selber hineinzugehen, in uns, in unser Körpererfahren, in unsere Energie, in das, was wir noch darüber hinaus sind. Anstatt dort etwas zu verändern und dann wieder rauszugucken und dann erstaunt zu sein, dass sich durch unsere innere Veränderung im Außen Dinge verändert haben. Das ist für mich dieser Bereich, der Magic ist. Das ist dieser Bereich, der für mich an der Stelle wirklich besser funktioniert und vor allen Dingen andere Ergebnisse bringt, als wenn wir nur nach außen starren und sagen, Fakt ist, meine Realität ist so, also muss ich da so und so drauf reagieren, oder ich muss versuchen, das irgendwie zu verändern. Und dann wundern wir uns, dass das nicht geht. Die Veränderung fängt bei dir an. Also so ist es
eigentlich ganz einfach gesagt und viele fragen sich aber immer, wie das geht. Das ist unter anderem der Grund, warum ich so gerne über Veränderung spreche. Das ist unter anderem der Grund, warum ich mein Seminar, mein Live-Seminar Ende Juli starten werde, wo es um das Thema Urvertrauen und Hingabe geht. Weil wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir dieses Urvertrauen in uns selber. Wir brauchen dieses Vertrauen, dass wir alle Ressourcen in uns haben, die Veränderungen, die wir in die Welt bringen wollen, wirklich zu schaffen. Und das können wir nicht, wenn wir in die Welt rausstarren und sagen, die Welt, die Realität ist aber so und so und damit muss ich mich jetzt arrangieren. Nein, du hast die Ressourcen in dir und du findest diesen Ansatz von Kraft und Vertrauen, findest du ausschließlich in dir, um dann im Außen zu erleben, dass durch dein inneres Verändern sich auch deine äußere Welt in die Richtung verändert hat, die du gerne erleben möchtest. Und wie gesagt, das ist der Grund. Es lässt sich einfach nicht in einer Podcast-Folge so transportieren, was es dafür braucht, weil ich ja sehr viel auch von körperlichem Erleben, von körperlicher Erfahrung spreche. Das ist etwas, was wir gemeinsam in der Gruppe machen werden. Körperliche Erfahrungen von ich kann das, körperliche Erfahrung von ich bin mit mir verbunden. Körperliches Erleben und Erfahrungen von wirklich spüren, wer bin ich und wie viel Kraft habe ich eigentlich wirklich, um dann auch diese Form von Hingabe erleben zu können, nach der wir uns sehnen, um dann auch diese Form von Weiblichkeit vielleicht erleben, und zwar deine Weiblichkeit auf deine Art und Weise erleben zu können. Und aus diesem ganzen Kopfsalat wirklich auszusteigen, aus einer inneren Weisheit heraus zu wissen, was gut und richtig ist für dich und was wirklich deine Form von Ausdruck, also sprich, ich habe vorhin von der Blüte gesprochen, von deiner ganz, ganz eigenen Blüte, die du in die Welt bringst, diese Kraft wirklich zu haben, diese Blüte sich entfalten zu lassen. Dafür braucht es dich am Start und das werden wir in diesen fünf Tagen im Live-Seminar Ende Juli machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du zu diesem ganzen Themenkomplex, über den ich jetzt gesprochen habe, Fragen hast, schreib mir super gerne. Ich bin da wahnsinnig gerne für dich da, bin neugierig darauf, wie dieses Thema für dich ist, auf Themenbereiche, die du gerne verändern möchtest in deinem Leben, wo du gesagt hast für dich, ich habe schon fast wie aufgegeben, ich habe so oft versucht, ich habe immer diesen Wunsch gehabt von Punkt, 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 was auch immer dieser Wunsch ist. Ich habe es irgendwie nicht geschafft oder ich habe schon so viel gemacht und es hat nicht geklappt. Für mich ist das ein Weg, der sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn du Lust hast, für dich in deinem Leben wirklich zu 100% am Start zu sein, wirklich den Popo immer wieder hochzubekommen und für eine Person in deinem Leben immer wieder aufzustehen, und das bist du selber, dann fühl dich super herzlich eingeladen zu meinem Seminar Urvertrauen und Hingabe Ende Juli 2021. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass du hier bei dieser Folge dabei warst. Noch einmal die Einladung an dich. Schreib mir wahnsinnig gerne und abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich danke dir für dein Dasein. Ich danke dir für bei Lebendig Frau sein, dabei sein. Und schenk diese Folge gerne an eine liebe Freundin, die vielleicht auch Lust hat, ihre ganz eigene Blüte zum Blühen zu bringen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine nächste Runde mit dir. Mach es gut und hab eine wirklich, wirklich, wirklich lebendige Zeit.